Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht's weiter in meiner Videoreihe 1000 Fragen an mich selbst. Und es geht heute weiter mit der Frage 221 bis 250. Immer so 30 Fragen um den Dreh. Und es ist immer eine sehr spannende Videoart. Und ich mag die Videoreihe sehr gerne, weil es sind teilweise hammerprivate, intime, lustige Fragen. Und ich lerne mich so immer ein bisschen mehr kennen. Ihr lernt mich nochmal besser kennen und vielleicht euch selber. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitkommt, kommentiert, die Fragen für euch beantwortet. Ich finde die Antworten von meinen Followern dazu auch mal sehr interessant und spannend und inspirierend. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe die Fragen vorher nicht gelesen, das habe ich nie gemacht und werde ich nicht tun. Bisher habe ich alle beantwortet, aber ich bin sehr gespannt, was denn da noch kommt. 221. Gibt es Freundschaft auf den ersten Blick? Ich glaube, man kann sich auf den ersten Blick sehr, sehr gut verstehen und Sympathie empfinden und harmonieren, aber so richtig Freundschaft, also ich habe sehr eigene Ansichten zu Freundschaft und ich glaube, das muss wachsen, so wie Liebe. Wobei Liebe auf den ersten Blick oder krass verliebt auf den ersten Blick gibt es auch meiner Meinung nach, aber Freundschaft, ich glaube, man kann sehr schnell harmonieren und sehr schnell seinen Seelenverwandten entdecken, wenn er es ist. Aber so nach einem Blick mäßig, nee. Gönnst du dir regelmäßig selbst eine Pause? Nee, das ist echt eine Schwäche von mir, dass ich mir nicht regelmäßig Pausen gönne und meistens mich überarbeite und dann nicht so darauf achte, wann ich eine Pause brauchen würde, wann genug ist und ich möchte immer mehr und gehe gern an meine Grenzen und über meine Grenzen. Also ich gönne mir nicht regelmäßig eine Pause, nee. Bist du jemals verliebt gewesen, ohne es zu wollen? Ja, steckst du Menschen in Schubladen? Also ich glaube, so ein kleiner Teil von mir schon, aber ich hole sie sehr schnell wieder raus. Also es ist nicht, dass ich jemanden abstempel so. Ich habe so eine Art an mir, die manchmal sagt so, ja, Hipster-Boy, Öko-Tante, Gangster-Typ, so halt. Aber ohne es abzuwerten. Also weder werte ich Heroin-Junkie ab, noch werte ich Super-Top-Model auf, sondern das ist für mich, um die ein bisschen besser einzuordnen. Aber ich packe sie auch schnell wieder raus und lerne sie richtig kennen. Und wenn du einen Menschen richtig kennenlernst mit all seinen Facetten und sowas, dann passt er auch nicht so in eine Schublade, finde ich. Welches Geräusch magst du, wenn Rudi schnarcht? Er hat so ein richtig entspannendes Schnarchen. Also normalerweise mag ich das überhaupt nicht, wenn Leute schnarchen. Ich kann echt schlecht schlafen. Eigentlich fast gar nicht, wenn jemand schnarcht, wenn der Fernseher an ist und so. Also ich bin da hammerkomisch. In der Disco könnte ich einpennen, aber nicht, wenn der Fernseher läuft. Alles klar, Özlem. Und ich schnarche selber sehr doof leider, aber Rudi hat so eine Schnarchfrequenz, die ist sehr entspannt. Das ist auf einer ganz anderen Tonart und das mag ich sehr, sehr gerne. Wann warst du am glücklichsten? Oh, Gott hat mich sehr gesegnet. Es gab viele Momente in meinem Leben, in denen ich glücklich war, aber am glücklichsten, also ich kann jetzt nicht sagen, der eine Moment oder so. Viele Momente mit meiner kleinen Schwester Schnupi, mit Schatzi, mit Rudi. Ja, also es gab schon viele Momente. Es gab aber nicht den einen, aber es gab schon sehr, sehr viele. Mit wem bist du gern zusammen? Mit manchen Menschen manchmal, aber da entscheide ich das immer selber so. Weil ich bin so ein Typ, der eigentlich am liebsten für sich und alleine ist. So, ich bin da echt ein ziemlich krasser Einzelgänger. Aber mit wem ich auf jeden Fall gerne zusammen bin, ist Schatzi, Rudi, meine kleine Schwester Schnupi, meine Monsties. Ja. Willst du immer alles erklären? Ja, doch, gerade so in persönlichen Sachen oder wenn ich euch so Fragen beantworte oder so, merkt ihr das ja auch, dass ich gerne dazu was erkläre und so. Aber es muss mir schon ein bisschen wichtig sein, damit ich etwas erkläre. Wenn mir etwas nicht wichtig ist, mache ich mir nicht die Mühe, etwas zu erklären und denke so, nee, Mann, scheiß drauf. Wann hast du zuletzt deine Angst überwunden? Ich glaube, das war auf einem TikTok-Event, als ich Rafas Plastic Life und Joker Tululu live gesehen habe und dort hinzugehen und die anzusprechen. Aber ich hätte so bereut, wenn ich sie nicht angesprochen hätte, weil ich folge beiden und feier beide. Deswegen sage ich Followern auch immer, wenn ihr mich seht und ansprechen wollt, sprecht mich gerne an. Ich gebe euch gerne ein Autogramm oder ich knuddel euch gerne oder quatsch gerne kurz mit euch oder mache ein Foto, weil meistens sehen mich Leute und schreiben mir dann im Nachhinein, ey, ich habe mich nicht getraut und sowas und ja, bei den beiden habe ich dann meine Angst überwunden. Ja. Was war deine größte Jugendsünde? Oh, soll ich das echt erzählen, Digis? Also, das ist sehr, sehr, sehr lange her. Es ist ein sehr schlechtes Beispiel, also nehmt euch kein Beispiel dran. Da war ich frisch aus der Probezeit raus und hab mega krass Candy Crush gesuchtet. Kennt ihr das noch, Digga? Candy Crush hat mein Leben zerstört. Level 1000, Level 900, Horror des Lebens. Und hab während einer Autofahrt Candy Crush gespielt. Also es war relativ spät abends und ich bin auch relativ langsam gefahren, aber ich weiß hammerdumm, Digis. Das ist fast 10 Jahre her, es ist halt dumm und unverantwortlich.
Und dann habe ich während der Fahrt so ein bisschen Candy Crush gespielt. Ich habe eigentlich, egal was ich getan habe, Candy Crush gespielt. Auf Klo, beim Laufen, überall, weil ich war so süchtig, Digis. Ja, und ich war frisch aus der Probezeit raus und da hat ein BMW auf der Straße geparkt. Und ich habe das nicht gesehen, weil ich wie so eine Dumme am Candy Crush spielen war. Und bin volle Kanne in den BMW reingefahren. Ich habe es, als es zu spät war, gesehen und bin voll entlang geratscht. Und habe mega den Schaden am BMW verursacht. Jetzt kein Totalschaden oder so, aber die gesamte linke Seite war komplett zerkratzt. Mein Auto natürlich auch. Ja, das war ein frischer BMW. Der Mann hat das vor 2 Wochen geleast oder so. Das war eine der neuesten BMWs damals. Und das war so heftig, die hieß. Also, da habe ich dann draus gelernt, so Handy am Steuer, weiß man auch vorher, wenn man vernünftig und wie ein Mensch denken kann. Aber da habe ich gemerkt, das war richtig dumm. So, es ist niemand verletzt worden, Gott sei Dank. Es war hammerunverantwortlich. Ich musste das dann meiner Mutter beichten, weil sie hat damals das Auto war auf sie angemeldet und ja, das war nicht so geil. Das war echt schlimm. Ich habe echt Schiss gehabt. Oh, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. So, ich habe echt Schiss gehabt, ihr das zu sagen. Und da habe ich echt rausgelernt, weil das war echt eine dumme Jugendsünde. Also das war pure Dummheit, nichts anderes so, ne? Weil es war unverantwortlich und stell dir vor, es wäre jemandem was passiert. Ich bin 30 gefahren oder so, ne? Aber absolute Dummheit so und da habe ich dann gelernt, deswegen Handy am Steuer auf keinen Fall, macht das nicht, das ist es nicht wert. Wenn euch was passiert, ja selber schuld, so sorry wäre bei mir genauso gewesen, aber stell dir vor, jemand anderem passiert was. Egal, ob es ein Vogel ist, ein Hund, ein Mensch, ein Kind, deswegen. Und das war eine sehr, sehr dumme Jugendsünde, aus der ich auf jeden Fall gelernt habe, so. Was willst du einfach nicht einsehen? Also manche Sachen, die, oh, dieses Erwachsenengetue, ich meine, ich bin 27 und noch relativ hängen geblieben irgendwo, ne, muss man ja auch realistisch sagen. Aber dieses, ja, Mann macht das aber nicht. Man sollte das so und so machen. Man macht das so und so. Man sollte das nicht so tun. So, Digga, was, Mann? Nur weil Mann das macht, muss ich das doch nicht so machen. So, solange es niemanden beleidigt oder stört oder für jemanden schlimm ist. Also, diese Anforderungen, die man teilweise an Erwachsene hat. Und das ist etwas, was ich nicht einsehen will und was mich oft nervt und so, weil ich bin nicht Mann, sondern ich bin ich. Welche Anekdote über dich hörst du noch häufig? Dazu gibt es auch ein Video, das werde ich euch in der Infobox verlinken. Das ist das peinlichste Erlebnis meines Lebens. Das war, als ich Schatzi angekotzt habe in einem Club vor allen Menschen. Das höre ich noch ab und zu von Schatzi und dem Kumpel, der dabei war. Ja. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gern noch einmal erleben? Oh, der Tag, als wir Rodi geholt haben oder als er noch ein Baby war. Die Tage allgemein, so, die würde ich sehr gerne nochmal erleben. So, ja. Hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld? Also, ich kann mir das ja aussuchen, dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und natürlich reiße ich mir jeden Tag seit fast 3 Jahren den Arsch auf. Für Geld. So, man muss ja realistisch und ehrlich sagen, das, was ich hier mache, bringt mir auch Geld. Davon lebe ich so. Davon kaufe ich mein Essen, mein Trinken, mein Make-up, meine Miete, sowas, weißt du. Und ich könnte mir auch mehr Zeit verschaffen und hätte weniger Geld. Aber ich versuche darauf hinzuarbeiten, dass ich einen guten Lebensstandard führen kann, sodass ich auch in meine Rentenkasse krass gut einzahlen kann und sowas. Und deswegen ist es wohl Geld. Wobei ich immer wieder merke, Geld ist so oberflächlich und das ist... Die Momente, so wie heute Morgen mit Schatzi und Rodi, kann kein Geld der Welt gut machen. Aber ich bin auch so ein Arbeitstier und brauche eine Aufgabe und brauche was, was ich mir aufbaue und wo ich mich entwickle und sowas. Aber ich arbeite im Moment auch so krass dafür, damit ich irgendwann mehr Zeit mit weniger Sorgen habe. Weißt du, wie ich meine? Weil das Wertvollste, was du im Leben hast, ist Zeit und Liebe. So. Und im Moment reiße ich mir den Arsch auf. Ich habe Gott sei Dank Liebe und ich habe auch Zeit, so wie ich mir das einteile. Aber ja, Geld regelt man halt, ne? Und irgendwann ist es hoffentlich alles auf so einem Level, dass sich dieses ganze Arsch aufreißen wirklich gelohnt hat. So, es ist natürlich nicht nur für Geld, so, dann würde ich was anderes machen. Es ist ja auch meine Leidenschaft, so, ne? Normal, Digga. Überleg mal, ich habe 1 Jahr lang YouTube gemacht, bis ich das erste Mal 60 Euro verdient habe. 1 Jahr lang habe ich umsonst gearbeitet mäßig, weißt du, das sehen ja viele nicht, wenn sie irgendwann Social-Media-Leute wie mich sehen, oh krass, die kriegt so viel Geld in den Arsch geschoben für ihre Werbung und bla. Ist nicht korrekt, Digga, die Altenpflegerin oder die Krankenschwester hat viel mehr Lohn verdient als ich, nur weil ich Werbung mache, auch wenn ich 1 Jahr umsonst gearbeitet habe, aber man sollte das immer so ein bisschen betrachten. Würdest du gerne in die Zukunft schauen können? Manchmal ja, aber ich glaube, es wäre nicht gut, so stell dir vor, du siehst unschöne Sachen in der Zukunft. Wenn ich jetzt sehen würde, muss 3 Mal abklopfen, ich bin abergläubig. Gläubisch. Wenn ich jetzt sehen würde, Rodi geht in 1 Jahr weg oder so, würde ich 1 Jahr lang mich quälen und Angst haben und Sorge haben und könnte das letzte Jahr nicht genießen. Also ich glaube, es ist gut, dass man nicht in die Zukunft gucken kann. Kannst du gut deine Grenzen definieren? Was mich persönlich angeht, nein. So wie dieses Überarbeiten und zu viel arbeiten und bla bla bla. Was andere Menschen angeht, ja. Ich mag das zum Beispiel nicht. Follower ist was anderes. So, ich hab euch lieb, ihr seid mein Team. So, und ihr seid höflich. Aber wenn Leute mich antatschen beim Reden und bla und... Ich hab einen gewissen Sicherheitsbereich.
Abstand. Also ich kann, bei anderen kann ich ihn schon gut definieren. Bist du jemals in eine gefährliche Situation geraten? Ja. Hast du einen Tick? Digga, ich habe so viele komische Ticks so. Also ich muss zum Beispiel immer rechts von jemandem laufen. Ich kann nicht aus kleinen Gläsern trinken. Ich hasse das, aus kleinen Gläsern zu trinken. Es gab Partys, da habe ich aus dem Kochtopf meine Mische getrunken, anstatt aus so einem kleinen Glas, mag ich gar nicht. Ich hasse das, wenn andere der DJ sind und nicht ich. Also ich habe 1 Million komische Ticks. Also ganz anstrengend. Ist Glück ein Ziel oder eine Momentaufnahme? Eine Momentaufnahme. Ich glaube, Glück als Ziel. Du kannst nicht immer Glück haben und Glückseligkeit und sowas. Also es ist doch, es ist eine sehr kostbare Momentaufnahme und man sollte es in vielen kleinen Dingen sehen. Mit wem würdest du deine letzten Minuten verbringen wollen? Schatzi, Rodi, Familie, Monsties. Fühlst du dich im Leben zu etwas berufen? Weiß ich nicht. Also manchmal bin ich echt verloren und suche mich immer noch. Ich meine, ich bin 27. Wie lange soll man sich selber suchen? Aber ein bisschen habe ich meine Mitte und mich selber schon gefunden. Ich weiß nicht, ob ich zu irgendwas berufen bin. Manchmal, wenn ich diese ganzen krassen Rückmeldungen von meinen Followern höre, denke ich so, wow, was ist das für ein Geschenk, dass ich Menschen positiv beeinflussen kann, zum Lachen bringen kann, zum Weinen bringen kann, damit etwas in ihnen bewege. Da denke ich so, wow, das ist ein Geschenk? So? Nutzt das? Ich glaube, es gibt viele Sachen, wenn ich sie anfassen würde, wäre ich gut darin, malen, schreiben, dies, das. Also ich kann Sachen schon gut, aber so eine Berufung, manchmal denke ich dann auch, Digga, so wenn du jetzt kein YouTube und alles mehr machen würdest, wärst du halt auch nach einem Jahr vergessen. Also so doll wird dich dann auch keiner vermissen, weißt du? Also berufen weiß ich nicht. Bist du nach etwas süchtig? Boah, sind das private Fragen. Das ist das privateste 1000 Fragen an dich selbst Video, das es bisher gab. Es sind sehr viele private Fragen auf einmal. Ja, ich rauche. Das ist echt scheiße, gerade weil ich Asthmatikerin bin. Ich brauche kein Spray oder so, aber ich bin ein bisschen übergewichtig, so dass es mich schon in der Gesundheit beeinflusst, auch wenn viele sagen, nein, nein, es ist so. Und dann noch rauchen, dies, das. Also ich rauche. Ich bin sehr viel am Handy so. Das ist auch nicht gut. Zwar nicht während der Fahrt oder sowas, aber viel die ganze Zeit. Ich arbeite halt meistens auch vom Handy. Ich scroll jetzt nicht nur dumm rum auf Facebook stundenlang, sondern ich bin trotzdem sehr viel am Handy. Und Energy ist echt eine scheiß Angewohnheit von mir. Ich habe schon reduziert, aber es ist immer noch zu viel. Wessen Tod hat dich am meisten berührt? Ich habe das Glück, dass noch nicht viele Menschen in meiner Umgebung gestorben sind, die mir sehr nah sind. Ansonsten Karl Lagerfelds Tod. Also klingt jetzt dumm, ich weiß so. Ne? Ich habe das nicht verstanden, wenn Leute traurig waren, weil berühmte Menschen gestorben sind. Und Karl Lagerfeld wird auf mich scheißen. Er wird sagen, was deine Jogginghose, was Dicky. So hat er den Eindruck gemacht, dass er so denkt teilweise. Aber es gab auch vieles, was ich bewundert habe. Ich habe mich sehr lange mit ihm beschäftigt. Und sein Tod so. Ne? Weil ich habe halt nicht viele Menschen in der Umgebung gehabt, die gestorben sind. Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten? I am the storm. In welchem Maße entsprichst du bereits der Person, die du sein möchtest? Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben zu dem Menschen, der ich sein möchte. Wann muss man eine Beziehung beenden? Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, Digis. Und ich glaube, man muss selber in viele Situationen kommen, bevor man überhaupt darüber urteilen kann. Ich würde niemals zu einer Frau sagen, die betrogen worden ist, oh, trenn dich sofort oder bla bla bla, geht nicht. Sondern man muss sowas selber erleben. Oder wenn die viel Streit haben und Höhen und Tiefen. Also das muss jeder für sich entscheiden, auf jeden Fall. Also da kann ich mir kein Urteil zu anmaßen. Wie wichtig ist dir deine Arbeit? Extrem wichtig. Also sehr wichtig, weil sie mir ein gutes Gefühl gibt, weil sie anderen Menschen was gibt, weil ich Spaß dran habe und Freude. Also sehr wichtig. Was würdest du gerne gut beherrschen? Diesen ganzen Technik-Scheiß. Ich bin dumm wie Scheiße, was Technik angeht. Also Photoshop, besser, viel krasser Video schneiden. Also diese ganzen Sachen. So, da wäre ich echt gerne sehr gut drin. Glaubst du, dass Geld glücklich macht? Ich glaube, Geld beruhigt. So, es gab Zeiten in meinem Leben, da, Digga, ich schwör's, ich war einkaufen, hab mir für 34 Cent wollte ich mir Salzstangen kaufen, hatte nur 30 Cent dabei, hab die Salzstangen nicht bekommen und hab mich so erbärmlich in Scheiße gefühlt. Es gab Zeiten, da habe ich für 30 Euro getankt mit 50 Cent Stücken an der Tankstelle bezahlt. Es gab Zeiten, da bin ich in den Laden gegangen und hab mir irgendwelche Luxustaschen gekauft. Weißt du, wie ich meine? Ich war oben, ich war unten. Geld beruhigt, aber ich merke auch, umso mehr Geld man hat und macht, umso mehr Probleme kriegt man. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hatte ich viel weniger Geld als jetzt und hatte weniger Probleme. Andere Probleme, aber weniger. Also Geld macht auf jeden Fall auch Probleme. Glücklich vielleicht ein bisschen. Ja, du freust dich, wenn du dir eine Louis kaufst. Du freust dich, wenn du dir nicht so krass Sorgen machen musst und so. Aber es macht auch viele Probleme. Und für einen kurzen Moment macht es zufrieden. Aber tiefes, unendliches Glück, wie wenn ich Rodi einen Knutsch gebe oder Schatzi, macht es nicht. Nein. Die letzte Frage. Würdest du dich heute wieder für deinen Partner entscheiden? Ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, ja. Ha, tja, Schatzi. Ja, Digis. Das waren jetzt 30 Fragen. Wir ziehen das durch. Wir sind jetzt schon bei Frage 250. Nächstes Mal geht's weiter mit 251. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Schreibt mir doch mal gerne, wann habt ihr zuletzt eure
Angst überwunden? Welche Art von Angst? Wann wart ihr am glücklichsten? Wie gönnt ihr euch regelmäßig eine Pause? Was wollt ihr nicht einsehen? Wie würde der Titel eurer Autobiografie heißen? Also es waren sehr tolle Fragen. Also ich hoffe, ihr habt fleißig mitkommentiert, weil ich mag sehr, eure Kommentare zu lesen. Ich versuche auf allen Portalen immer alle Kommentare zu lesen, auch wenn ich nicht auf alles eingehen kann. Und ja, Digis, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich bin auch sehr gespannt darüber, was ihr über meine Antworten denkt, weil, in diesem Sinne, Digis, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst auf Korrekter Bruder. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.